herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. Wir haben jetzt in der letzten Folge einen neuen... Wow. Eine neue Macht gelernt. Wir werden dich bewegen. Und zwar das Pull. Ich glaube, er hat Angst. Sieht aus, als hätte sich unser Training gelohnt. Nee. Hey, Hitte! Nur kleine Objekte oder Gegner. Achso, ich hab. Ja, okay. Wartet ihr? Lasst ihn uns ordentlich verprügeln. Dann ist er kurz. Bis dann. Okay, so kann ich ihn also stunnen. Das ist ganz cool. Okay. Auch unbedingt. Auch unbedingt mal machen. Und wohin? Ah, da. Links. Rechts. Geradeaus. Ich sollte mich zurückziehen. Sei bloß vorsichtig. Durchbrecht seine Verteidigung. Er Der kommt da hin. Stimm zu mir, BD. Macht euch bereit. Abstand. Hier drüben, Jedi. Kämpfe gegen mich, Jedi. Ja, jetzt rede ich halt in der Luft um. Blute für mich! Er gehört mir! Achtung! Ich werde es genießen! Zu langsam! Ich werde dich kriegen, Jedi! Schmerzen! Bau dir in diese Drohne da oben! Ihr lasst ihn entkommen!
Ich werde die Sache in die Länge ziehen. So, jetzt kommst du dran, du. Na, wie gefällt's dir, hä? Oh nein, da ist eine Wand. Oh. Ich kann es da nicht unendlich lang machen. Hm, na gut. Das war sehr unsauber. Das ist auch sehr unsauber programmiert. Na gut. So, Entschuldigung, da war gerade Postbote an der Tür. Oh nein. Ups. Entschuldigung. Ich muss mein Mikro gerade näher stellen. Ja, ich schaue hier mal ein Echo an. Ein Opfer für den hier begrabenen Weisen. Damals wurde es als wertvoll angesehen. Mhm. Damals. Ich mach mal das Tor auf. Und tu das da rein. Und ich habe keinen Stim mehr. Das ist ein bisschen schlimm. Hi. Kommst du hier durch? Nee. Gut. Oh, verdammt, ich... Oh, wabbel. Ich hätte doch das, den Schwertwurf machen sollen. Tja, mein Guter. Ich habe nicht nur ein Lichtschwert, ich habe zwei Lichtschwerter. Und du bist tot. Ah, Entschuldigung, ich wollte dich nicht trollen. Ah. Au, das macht man doch nicht. Kommst du hier hoch? Schwabbel. Hey, BD-8 leuchtet jetzt rot. So von wegen so, oh, Vorsicht. Entschuldigung. Hey, der ist ja fast tot. hey. Wuhu. Alter. Oh, wieso kann es nicht immer so leicht sein? Worauf schießen? Entschuldigung, worauf schießen die? Hey, da oben. Hey, worauf schießt ihr? Die beiden schießen und die drehen sich einfach um, so, I don't give a fuck. So, warum... Hallo! Er gehört mir! Oh. Einer muss ihn erledigen! Na toll, bin ich jetzt etwa allein? Ja. Warte. Komm schon, versuch's mal! Ich bin noch nicht fertig mit dir! Nimm das, Jedi! Das wirst du bereuen! Das wirst du bereuen, ne? Wow. Ich kann gar nichts sehen hier. Warte, ich, hier oben ist ein Speicherpunkt, ne? Ich ruhe mich mal aus. Dann kommen die anderen zwar wieder, aber das ist in Ordnung. Weil ich kann mich wieder heilen. Das
Du weißt schon, dass Blocken mit zum Kampf gehört. Das war süß. Ihr werdet doch nicht alle tot sein, Leute. Hey, Schnuckel. Ich bin noch da. Alter. Nicht mit mir. Bra. Ja. Sei doch nicht so fett. Na gut. Naja, einen habe ich gebraucht. Ja, danke, BD. So, jetzt gehen wir aber wieder da hoch, weil wir müssen nicht da hoch, weil da ist, schießen die irgendwie Dauerfeuer. Keine Ahnung warum. Aber sie werden wohl ihr Grund dazu haben, und zwar damit ein bisschen Star Wars Feeling ist. Ach, jetzt geht's ab. Okay. Hier vorne war doch irgendwo auch was. Hä, wieso ist der jetzt da? Nee, das war woanders, gell? Das war, glaube ich, woanders. Das, hier war das. Da, da ganz rechts, wo die... Hallo! Oh. Oh, das war falsch. Muss ich dann die Kugel zerstören? Weiß ich nicht. Nochmal so ein Special-Angriff. Ja, dann ist es wirklich nur... So, zum Stunnen. Gut. Ihr schuldet mir was. So. Ach so, ja, genau. Hier kann ich jetzt den da machen. Und dann kann ich dahin und die da dann rüber und dann von hier aus. Genau, dann werden die nach da geschleudert. Nicht auf den Boden, weil da gehen die höchstwahrscheinlich aus, weil das alles nass ist. Aber was mache ich dann mit den... Was mache ich dann mit dem Feuer hier? Hier ist ja... Hier sind ja keine Wurzeln oder so. Ich bin verwirrt. Warte mal. Ah! Und sie drehen sich um. Okay. Wohin soll ich gehen? Ah, hier. Interagieren. Ich schieße nieder an ihm. Ah, okay. Dann muss ich das da von den Wurzeln befreien. Ich weiß nicht, was dann passiert. Ich verstehe. Treff ihn endlich! Du kannst nicht besser sein als ich.
Denk nochmal nach. So, genau, jetzt hole ich mir den da. Und schleuder ihn. Sehr gut. Ich nehme noch einen. Und noch einen. Weil das macht Spaß. Oh, scheiße. Das war nicht mit Absicht. Ich kann doch einfach von hier das machen, oder? Warte mal. Einfach hier. Achso, ja, das war's. Okay. Alles klar. Hey, dann hatte ich ja sogar den richtigen Gedanken. So. Warte, da ist immer noch Wasser. Und. Oh je, Entschuldigung. Ich habe das Grab kaputt gemacht. Tut mir leid. Das sind coole Runen. Warte mal. Nein, ich bin jetzt nicht gefangen, oder? Nee, gut. Das sieht ja cool aus. Nicht ganz, also ein bisschen vergleichbar mit den keltischen Runen. Aber nicht ganz. Also so das da zum Beispiel, wo mein Kopf gerade da ist, ist das S. Das da ist das E. Nochmal S. E, das da ist Y, nur auf dem Kopf, das da. Nee, das ist W auf dem Kopf, das da ist Y. Frag nicht, woher ich das kann. Ich bin ein kleiner Nerd manchmal. So. Bam. Was passiert jetzt? Ein neuer Eingang. Ja, ein Aufzug. So, aber da gehe ich jetzt noch nicht hin, weil hier gibt es noch ein paar Sachen, die meiner Aufmerksamkeit bedürfen. Wohin? Dahin. Nee, da komme ich, oder? Dahin. Entschuldigung. Ich muss mich noch irgendwie auskennen. Warte, nee, das ist hier falsch. Ach, verdammt. Oh, wie komme ich dahin? Also, hier geht's hoch. Ja, doch, nee, das war schon richtig. Also bin ich doch nicht so doof. Also ein bisschen, aber. Wer ist das nicht? Hohoho. So, ja, jetzt komm. So, genau. Jetzt mache ich das nämlich wieder aus. Und dann geht's von da aus. Von da aus geht's dann rüber. Nerv nicht. Gut. Dann speichern. Ja, ich ruhe jetzt nicht aus, weil das alles nochmal aufzuräumen unten. Darauf habe ich jetzt keinen Bock. Oh. Entschuldigung. So, genau, also hier. Da oben gibt es die Fackeln. Kann ich da einfach runtergehen? Nee, da ist ja ein Wasserfall. Ach komm. Hä? Von der anderen Seite komme ich da aber hin. Was ist das denn? Ja, der schon wieder. Na also. Gut. Genau. Das kann ich aber hier nicht runter. Nee, das tropft. Kann ich von der anderen Seite? Ja. Ja, easy.
sagte er und... Nochmal. Ah, ein bisschen höher. Ach komm. So, jetzt ab. Hä? Oder geht es nicht? Das muss aber gehen. Vielleicht. Ah, doch. Ja. Ja, hahaha. Wieso nicht gleich so? Schieß mich halt dann. So, ein neuer Poncho. Das ist das Beste, was es gibt. Willst du mal reinsehen? Da war wirklich was drin. Aha. Oh Gott. Warum? Warum macht man sowas? Just why? Warte, ich nehme mal wieder... Ja, das sieht ein bisschen, ja, Maya-haft aus, sag ich mal. Aber, nee, dann passt der B8, BD8, BD1 nicht mehr. BD8, wieso BD8? So. Was haben wir jetzt noch? Das da, das da. Hier haben wir jetzt... Aha. Hier können wir uns eine Liane rufen. Ah ja, genau. Komm mal her. Ah, da drüben. Juhu. Ah, Entschuldigung, ich muss das gedrückt halten. Mein Fehler. Aha, ja geil. Und noch ein toter Sepho. Das sind Überreste eines Sepho. Ein Arbeiter, zu Tode erschöpft. Alter, Unterdrückung. Die Überreste eines sephorianischen Arbeiters. Er hat buchstäblich bis zum Tode geschuftet. Alter. Die einen Sephos waren monstermäßig krass privilegiert und die anderen nicht, oder was? Hui! Naja, es ist ja bei uns Menschen auch so, ne? Gut. Also das habe ich. Dann kann ich wieder zu hier hin. Aber wieso? Da geht's ja nur wieder hier hin, ne? Nee, das ist hier oben, aber was bringt das mir? Es ist grün, also will ich dahin. Verklagt mich halt. So. Aber das finde ich chillig, dass der einfach da steht. Und. Nichts macht, solange man ihn nicht angreift. Also, finde ich chillig. Gefällt mir. So. Und wo ist da drüben ist die. Genau. Da. So, dann gucken wir mal. Ah ja, genau, das war das hier. Ist er mir jetzt dankbar, dass ich ihn gerettet hab? Ich wette nicht. Aber hier tropft es auch runter. Na, dann mache ich einfach so. Das war ein Zeichen von Respekt und Ehrfurcht vor dem hier vergrabenen Weisen. Das ist ja cool. Hallo. Hallo. Ich will dir nicht wehtun. Boah, der hat mal einen Powerplay. Boah. Wie kann der mein... Der verarscht mich. Wie kann der mein Doppeldichtschwert einfach so
Du bist noch nicht genug in Scheiben zersetzt hier. Wie kann der so dieses Ding da ausweichen hier? Das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Ah. Weil man da jetzt nicht mehr hochklettern kann, ne? Mhm. Hier kann man aber hochklettern. Haha. Oh. Jetzt kann man hier, ne? Warte mal. Ah. I got it. Wieder zumachen, da eine Flamme-Dings da nehmen und da durchs Körbchen schmeißen. Das ist sehr schwer mit dem zu zielen. Ich habe jetzt aber nicht nur noch den Versuch, ne? Ah, okay, die gehen hier nicht aus, das ist gut. Sagte er. Entschuldigung, eine falsche Taste. Falsche Taste. Nein, falsche Taste. Eieiei. Ja. Ist die jetzt heil? Ich weiß es nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob die noch heil ist, aber ich denke mal, ja. Ah, wie praktisch, dass die fetten Wurzeln wegbrennen, aber nicht die Blätter hier. So, noch ein Sepho-Arbeiter. Höchstwahrscheinlich. Nee, mach! Deine Sepho-Soldaten. Getötet wegen Diebstahls einer Opfergabe. Oha. Krass. Überreste Soldaten getötet wegen, ja. So. Dann haben wir hier, glaube ich, alles. Und jetzt. Nee, hier haben wir noch was. Also nochmal nach oben. Aber können wir da jetzt nochmal nach oben? Ich glaube. Können wir da hin? Nee, natürlich nicht. So. Ich weiß nicht, ich glaube, wir kommen. Ah, okay. Falsch. Ich bin überfragt. Da drüben. Dusche! So, gut. Sorry, dass wir jetzt nochmal zurückgehen, weil ich da eine grüne Liane gefunden habe. Und wir werden uns ausruhen, aus dem Grund, weil wir jetzt wieder an den Doppelschwerttypen mit den zwei Schlagstecken, mit den, genau, wir müssen an den Dude eben vorbei. Und deswegen an den da. So. So, dann gehen wir nochmal hier lang. Und jetzt springe ich zu weit. Nee. Weißt du, was mich da daran nimmt? Langsam. Weich ruhig aus. Die da.
Lasse mich hier raus. Aber du gehst runter. Ja, fällig, scheiß Punkt. Ich werde siegen. Entschuldigung, aber ja. Du hättest gesiegt haben können. Jetzt wir können da hinten hin. Interessant. Dann gib mal her die Lineale. Lineale. Genau. Juhu. Wo sind wir denn jetzt hier? Auf jeden Fall auch wieder was mit verbrennen. Ich will mal schauen, was das da macht. Wow. Das ist quasi so, das Feuer macht, also das verbrennt es nicht, sondern es ist so wie, das ist ein das sieht ja gruselig aus. Das ist ja wie wenn das Feuer so eine Illusion wegmacht. Aber wieso kann ich hier hin? Ich kann. Wahrscheinlich deswegen. Na gut. Dann gehen wir halt. Wieso? Das war gerade sehr komisch. Wieso hat. Ja. Na komm. So. Entschuldigung. Ich will jetzt hier in. Nein. Ich glaube, ich habe irgendwas. Ah, das habe ich. Oh, ich hätte auch viel einfacher. Ja, okay. Ah, eine Truhe. Ja, und los geht's. Krass, dass Oh, du hast was gefunden. Mantis-Lackierung, Tierkreis, Bummler. Wieso klingt das so blöd? Es sieht cool aus. Aber wieso klingt das so bescheuert? Dann werden wir uns mal auch ein bisschen grünlich machen. Ja, dann wirst du halt gelb. Das passt am besten zu grün und braun. So. Komisch, dass er eben hier in so gesicherten Bereichen so ja so imperiale Truhen sind. Aber egal. Ja, da geht's hin. Hui! 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 Ah, ist schon cool. Ist schon cool. So. Jetzt gehen wir aber. Jetzt haben wir, glaube ich, alles gemacht. Wir haben 4 von 4 Truhen. Ja, hier gibt es ja keinen falschen Truhen. Hier ist es. Endlich habe ich ein vollständig intaktes Abbild dieses heiligen Sepho-Artefakts gefunden. Mein Freund, sieh her. Das ist Mictol am Gewölbe auf Bogano. Du siehst ein Objekt in seiner Hand. Nach diesem Bild glaube ich, dass ein Machtnutzer mit dem Objekt die Geheimnisse des Gewölbes wahrnehmen kann. Okay. Es ist Schlüssel und Wegweiser. Das Sepho-Astrium.
Aber wer würde Bilder davon zerstören und wieso? Ich muss weiter forschen. Damit ist unser nächster Schritt klar. Ein Astrium finden, falls noch eines existiert. Easy. Ja, ja. Mach mal. Ein Astrium. Schon mal gehört? Ich auch nicht. Aber ein Schlüssel. Ja, das verstehe ich. Wow. Jetzt wissen wir, was wir finden müssen. Du bist ja sehr klug. Das Problem ist, ein Schlüssel, so viel ist klar, aber die Sephiroth waren ja so riesige Viecher. Ist es dann der Schlüssel auch so groß oder ist der kleiner? So, wo sind wir denn hier? Wo sind wir hier? Ah, wir sind wieder oben. Das ist sehr schön. Da meditieren. Bisschen Leben nehmen wir auch mit. Wir haben wieder zwei Fähigkeiten. Genau, das ist aber nicht interessant. Da brauchen wir noch einen. Maximale Macht ist auch sehr attraktiv. Warte mal, das werde ich mir anzeigen. Ja, das ist sehr brutal. Das ist ein bisschen Dark Magic, also Dark Force. Dann erhöhe ich mal die Macht und danach sparen wir auf das Lichtschwert schwingen werfen. So. Gut. Weil die Macht benutzen wir ja immer. Wohin geht's hier? Natürlich nirgendwo hin. Okay. Sehr gut, Padawan. Der Weg ist frei. Wovon redest du? Ich brauchte dieses Grab. Ich hab, was ich wollte. Und du bist nutzlos für mich. Kannst du es rückgängig machen? Danke. Hoffentlich hält die neue Verschlüsselung sie draußen. Entschuldigung. Aber du hast nichts gemerkt. Suchdroiden-Steuereinheit. Oh. Yeah, noch ein Update. Ist das, andere Droiden zu hacken? Ja, ich find's auch komisch, andere Leute zu hacken. Für die gute Sache, richtig? Ja, nice. Beschädigte Dinger, okay. Ja, nicht schlecht. So. Falsch. Entschuldigung. Wuhu! Wir sollten die Mantis anfunken. Triller weiß wahrscheinlich, wo sie ist. Funktioniert der Funk? Ich höre sie nicht. Etwas stimmt nicht. Wir müssen zurück. Niemand hier. Glaubst du, das ist eine Falle? Wir sind schon in viele davon reingelaufen. Moment, hörst du das? Nein, was denn? Wir können runterfahren. Aber was bringt uns das? Nix. Alter, wie groß das ist. Alter. Okay, da unten können wir dann irgendwann noch was freischalten. Hier können wir jetzt ziemlich viel freischalten. Ah, das war das ja. Das haben wir schon eigentlich. Hier gibt's noch was. Da gibt's noch was. Da, Alter. Eigentlich können wir hier komplett nochmal durchgehen, ne? Um,
Okay, da ist auch noch was. Alter! Sollen wir zur Mantis zurückkehren? Oder sollen wir hier das auskundschaften? Ja, auf jeden Fall, ja, mache ich jetzt für jetzt Schluss. Und dann, ich würde sagen, wir fahren dann runter. Dann hier rüber. Da können wir noch irgendwas machen. Dann gehen wir dahin, da können wir dahin. Dann können wir dahin. Dann da irgendwas machen. Und dann kommen wir wahrscheinlich hier hin. Vielleicht. Gut. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Bye. Oder wir gehen dahin. So viele Möglichkeiten.